Der Umstieg von Ghost Recon Wildlands zu Ghost Recon Breakpoint kann etwas holprig sein. Aus diesem Grund habe ich in diesem Video einige Tipps zusammengetragen, um dir den Wechsel von Wildlands zu Breakpoint so reibungslos wie möglich zu gestalten. Los geht's! Bei mir dreht sich übrigens alles um Ghost Recon. Wenn du da Bock drauf hast, lass mir super gerne ein Abo da und aktiviere die Glocke, damit du keines meiner Videos verpasst. Noch eins kurz vorweg. Die Tipps, die ich dir in diesem Video gebe, haben nichts damit zu tun, wie ich persönlich Breakpoint spiele, sondern sie sind nur darauf ausgerichtet, das Standard-Wildlands-Erlebnis, soweit es eben geht, in Breakpoint zu übertragen. Beginnen wir mit der Schwierigkeitseinstellung. Wenn du einen neuen Charakter erstellst, siehst du zunächst die Auswahl, ob du den klassischen Modus oder die Ghost-Erfahrung, den Ghost-Erfahrungsmodus spielen möchtest. Dort wählst du die Ghost-Erfahrung. Das heißt, die Ausstattungsstufen sind deaktiviert. Dann kannst du weitere Einstellungen vornehmen. Und zwar gehst du da wie folgt vor. Schwierigkeit der Gegner normal oder was du halt gerne möchtest. Wie gesagt, Standard Wildlands-Erlebnis. Normal. Schwierigkeit taktisch angepasst. Und zwar zwei Plätze für Primärwaffen, Verbandsmaterialien unbegrenzt, wobei die sowieso keine Auswirkungen mehr haben werden, da kommen wir gleich noch zu. Spritzen heilen Verletzungen an, ist eigentlich auch wurscht, denn wir stellen hier ein Verletzungen nie. Dadurch verlieren die Verbandsmaterialien eigentlich komplett ihre Daseinsberechtigung, aber in Wildlands gab es keine Verletzungen, also deaktivieren wir die hier auch. Ausdauer verbraucht keiner. In Wildlands gibt es nämlich auch keine Ausdauer. Zumindest nicht im Standard-Spielmodus in der Story von Wildlands. Die Lebensenergieregeneration stellst du auf Original, Munitionsverlust beim Nachladen aus und dunkelste Nacht, da bin ich mir ein bisschen unsicher, das ist letztlich eigentlich nur was rein optisches, ist Geschmackssache, aber ich glaube in Wildlands war die Nacht auch nicht so dunkel, also deshalb eher auf aus. Machen wir mit dem Interface weiter, also dem HUD. Untertitel dynamisch heißt in dem Fall Untertitel an. Charaktername, ob der Charaktername angezeigt werden soll oder nicht, kannst du anmachen, kannst du auslassen, wie du willst. Ich hab's an, weil auch in Wildlands, wenn Bowman zum Beispiel einen Funkspruch absetzt, steht links an der Seite so ein kleines Porträt von ihr, wo man ihren Namen sieht. Und deshalb habe ich hier auch den Charakternamen eingeschaltet. Größe der Untertitel, das kommt drauf an, wie du es am besten lesen kannst. Ich habe alles klein. Die Tipps, die kannst du für den Anfang anmachen. Bei Wildlands sind die auch an, aber bei Breakpoint sind die leider so, du siehst es hier schon auf diesem kleinen Vorschaubild hier, die sind halt bei Breakpoint wirklich in der Mitte vom Bildschirm. Bei Wildlands sind die links am Rand, also nicht ganz so aufdringlich. Ich würde dir empfehlen, wenn du neu in Breakpoint bist, die Tipps erstmal anzulassen, um die geänderten Spielmechaniken so ein bisschen zu verstehen und reinzukommen und sie dann später halt auszuschalten. Größe der Tipps auch hier wieder wie bei den Untertiteln, wie du möchtest. Aber ich würde dir wirklich empfehlen, die klein zu lassen, denn die sind wirklich, ja, ziemlich aufdringlich. Die Interface-Größe würde ich dir auch empfehlen, auf klein zu schalten, denn das HUD ist sonst wirklich ziemlich vollgepackt. Bei Wildlands war das ein bisschen aufgeräumter, bei Breakpoint ist es allerdings wirklich so ziemlich in your face. Das Interface kannst du einstellen auf Mittel und dann nochmal manuell anpassen. Und zwar gehen wir jetzt mal alles von oben nach unten durch. Fadenkreuz immer, Treffermarkierung dynamisch. Dynamisch heißt einfach, wenn du einen Treffer gemacht hast. Ja, wenn du einen Treffer gelandet hast, kommt die Markierung. Ausdauer dynamisch, ist eigentlich wurscht, kannst du auch ausmachen, denn die Ausdauer haben wir sowieso deaktiviert. Objekt- und Waffenanzeige immer, hier haben wir noch eine kleine Besonderheit und zwar wird bei Breakpoint immer noch der Lebensbalken angezeigt. Den gibt es so in Wildlands nicht, aber bei Breakpoint kann man den Lebensbalken leider nicht separat deaktivieren. Aber Munition und Objekte an. Die Klassentechnik, die zähle ich zur Waffen- und Objektanzeige eigentlich dazu, kannst du auch auf immer stellen. Einsatzerinnerung immer, wobei ich dir da auch empfehlen würde, die auf dynamisch zu stellen, dann kannst du die mit der Tabulatortaste ein- und ausblenden.
Denn eine Neuerung in Breakpoint gegenüber Wildlands ist, dass du bis zu 3 Aufträge gleichzeitig anpinnen kannst. Und dann stehen die alle 3 dort und nehmen dir einen Haufen Platz im HUD weg. Aber wenn du es wirklich genauso willst wie in Wildlands, dann darfst du immer nur einen Auftrag anpinnen und lässt dann halt die Einsatzerinnerung auf immer. Die Entdeckungsanzeige auf dynamisch, heißt, wird angezeigt, wenn du entdeckt wirst. Warnungen alle, das heißt, da kommt dann sowas wie, hier siehst du es gerade, Verstärkungen gerufen oder zurückfallen, das siehst du hier. Ist dann auch ähnlich wie bei Wildlands, nur sind die hier auch ein bisschen mehr in your face, du siehst es hier mit roter Hinterlegung oder gelber Farbe. Bei Wildlands war das alles sehr viel subtiler. 3D-Markierungen, Beute, dynamisch. Das ist die Markierung für die Kisten und so weiter. Aussehen der 3D-Markierungen, Beute, stellst du auf Light. Leider kann man die nicht komplett deaktivieren, ohne halt alles auszuschalten. Aber bei Wildlands zum Beispiel hast du ja auch keine HUD-Markierung gehabt, wo eine Waffe liegt oder Munition, sondern es war halt einfach da. Und deshalb stellst du es hier auf Light, dann ist es nicht ganz so aufdringlich. Interaktionsshader, das ist dieses Schimmern auf Kisten und Infogegenständen, dynamisch, also quasi an. Die Beutebenachrichtigung auf dynamisch und das Aussehen auf Standard, dann hast du, wie du es hier auf dem Bild schon siehst, immer ein kleines Bild und einen kleinen Text, was du aufgesammelt hast. Wenn du es auf Light stellst, hast du halt nur den Text. Aber bei Wildlands siehst du auch ziemlich sehr präsent, was du aufgesammelt hast, deshalb hier auch auf Standard. Das Erfahrungspunkte-Modul aus, die HUD-Markierung Gegner, dynamisch, und wir können das Ganze eigentlich ein bisschen abkürzen, und zwar alle HUD-Markierungen auf dynamisch. Ja, das sind Einsatzziele, Kommunikationsmarkierungen, Alarmsymbole, Orte. Ja, das haben wir alles in Wildlands auch. Die Minikarte auf immer, sie wird in Wildlands nämlich immer angezeigt, das Aussehen auf Standard, denn Light ist ein Kompass. Die Kompassleiste oben am Bildschirmrand, die haben wir in Breakpoint so leider nicht. Die haben wir in Wildlands zwar, aber gut, man kann leider nicht alles haben. Dann auch hier wieder alle Einstellungen unter Minikarte, alle auf dynamisch. Koop- und Simultanschussmodule auch dynamisch. Die Benachrichtigungen ebenfalls auf dynamisch. Den aktuellen Standort auf nie. Ansonsten siehst du unten rechts immer, wo du dich gerade befindest. Steuerungshinweise auch alles auf dynamisch, nur Interface ein aus und Spieler beitreten einladen Kurzwahltaste auch aus, also nie, denn die sind sehr unnötig. Hier siehst du es jetzt, oben links steht dann immer Interface und das blinkt so nervig, genauso wie rechts dieses Join Invite Players, also Spieler beitreten einladen. Die Anzeige für Gasfilter und Analyse, das betrifft eigentlich nur das Gasfilter-Event. Das war das letzte Event, das rauskam. Und ja, also hat im normalen Spiel eigentlich keine Auswirkungen. Auf PvP gehe ich hier nicht ein, denn PvP in Breakpoint liegt leider zum derzeitigen Zeitpunkt ziemlich brach. Gehen wir weiter im Text zu Soziales und Biwak. Das auch angepasst, und zwar sozialer Knotenpunkt, nur Gruppe. Wenn du das auf öffentlich stellst, siehst du in Erewhon immer noch andere Spieler da rumlaufen, und ja, das ist einfach was, das gab es bei Wildlands nicht. Gut, da gab es auch kein Hub in dem Sinn, aber da die Story von Breakpoint ja so ist, dass man so einer von wenigen überlebenden Ghosts ist, ist es halt schon ein bisschen, ja, grenzwertig, wenn man da noch 10 andere Ghosts da in Erebon rumrennen sieht. Shop im Biwak auf alle und Werkstatt im Biwak auf alle. Und zwar kannst du dir in Wildlands ja über das Rebellenmenü mit der Tab-Taste, das ist glaube ich auf dem PC standardmäßig, über die Rebellenunterstützung Fahrzeuge liefern lassen. Diese Art Rebellenunterstützung oder dynamische Fahrzeuglieferung, nenne ich es mal, gibt es in Breakpoint so nicht. Da kannst du nur, wenn du hier Werkstatt im Biwak auf alle gestellt hast, Fahrzeuge an einem Biwak spawnen lassen.
Die Biwaks sind an verschiedenen Orten auf der Karte verteilt. Die erkennst du auf Entfernung immer an einer Rauchsäule, die in den Himmel steigt. Dort kannst du dann rasten. Da wird dann auch deine Lebensenergie aufgefüllt und deine Munition und so weiter. Und kannst dann halt auch ein Fahrzeug rufen. Einen Shop gibt es in dem Sinn auch nicht in Wildlands. Und deshalb ist es hier auch sinnvoll, aus dem Biwak heraus auf den Shop zuzugreifen, wo du dir Granaten, Raketenwerfer, Waffenaufsätze und hast nicht gesehen kaufen kannst. Dann gehen wir noch ein letztes Mal zurück. Und zwar stellst du den Entdeckermodus auf geführt. Das heißt, dass dir die Missionsziele angezeigt werden, wie du es hier auf dem Bild schon siehst. Ansonsten, wenn der ausgeschaltet ist, siehst du diese Markierung nicht und musst dann halt selbst über die Karte rausfinden, wo du hin musst. Da sei noch erwähnt, dass der Entdeckermodus, dass diese Einstellung hier sowieso aber erst greift, nachdem du nach dieser Einführungsmission von Breakpoint Erewhon zum ersten Mal verlassen hast. Davor ist das sowieso zwangsweise eingeschaltet. Wenn du dann im Spiel bist und wie gesagt Erewhon zum ersten Mal verlassen hast, dann gehst du auf die Weltparameter und stellst dort das Eventparameter auf Widerstand ein. Und zwar aus dem Grund, weil die Welt von Breakpoint standardmäßig ziemlich leer ist. Das Widerstandsevent bringt da ein bisschen mehr Leben rein, ist natürlich immer noch absolut gar kein Vergleich zu der belebten Welt von Wildlands, aber es bringt da zumindest ein kleines bisschen mehr Leben rein. Da ist es nicht ganz so leer und nicht ganz so ruhig. Da passiert dann wenigstens ein bisschen was. Und deshalb Widerstandsevent-Parameter an. Und dann noch eine weitere Einstellung, die erst greift, wenn du Erewhon zum ersten Mal verlässt. Und zwar gehst du hier auf Lobby und aktivierst die KI-Kameraden. Und zwar die Ghost Recon Breakpoint KI-Kameraden. Die Rainbow Six Siege KI-Kameraden kannst du sowieso aber erst aktivieren, wenn du den ersten Einsatz der Operation Ember Sky abgeschlossen hast. Hast du vielleicht eben schon hier bei den Weltparametern gesehen. Das ist dieses Gas-Event, von dem ich eben erzählt habe. Und zum Schluss noch eine letzte Einstellung. Und zwar hier oben bei den Spieleinstellungen stellst du die Kameraentfernung auf weiter weg. Bei Wildlands ist die Kamera eigentlich nah. Aber bei Breakpoint nimmt der Charakter auf nahe so viel Bildschirmplatz weg, dass es mit nah eigentlich kaum spielbar ist. Dann nimmt der Charakter wirklich gefühlt ein Viertel vom Bildschirm weg. Da, ja, das sieht man halt wirklich kaum noch was. Deshalb das auch weiter weg und dann ist alles tutti. Ich kann dir das mal gerade ganz kurz demonstrieren. Hier nah. Wenn du jetzt von Wildlands kommst, wirst du direkt sehen, was ich meine. Bei Wildlands ist die Kamera ein Stückchen höher, sodass der Charakter da nicht so viel Platz wegnimmt. Wenn wir jetzt hier die Kameraentfernung auf weiter weg stellen, dann siehst du, dass die Übersicht jetzt hier um einiges besser ist als mit der nahen Kameraperspektive. Die Kamera wird innerhalb von Gebäuden immer noch... Hoppala, wer seid ihr denn? Die Kameraentfernung wird in Gebäuden zum Beispiel immer noch auf nah umschalten. Aber zumindest außerhalb von Gebäuden hast du dann um einiges mehr Überblick. Schreib gerne mal in die Kommentare, wie du den Wechsel von Wildlands zu Breakpoint erlebt hast und teile auch gerne deine Tipps mit uns. Wenn dir das Video gefallen hat, lass mir bitte einen Like und ein Abo da und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.